Was gibt es denn bei dir, Iron? Was führt dich hierher, Abenteurerin? Du bist Florimons Ersatz für die Keulung. Und du bist dir der Risiken bewusst? Nun, du scheinst mir durchaus fähig zu sein. Florimond sollte 6 schwarze Fledermäuse auf der Brombeerlichtung erschlagen. Diese Aufgabe obliegt nun dir. Viel Glück. Ihr kleines Kissen, euch geht selber erstmal essen. Alles gut, macht das. Was gibt's denn bei dir? Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall dann noch 1 Stunde 25. Wie gesagt, wurde um 20 Minuten verlängert. Das heißt, wir machen da noch so, wir hängen noch so 20 Minuten dran. An den eigentlichen Stream. Darf ich kein Handy mehr mitnehmen. Wollen die Regelung mal durchziehen. Bei mir gibt's Brot und Eier. Auch lecker. Auch lecker. Aber alles gut, Hybrid. Ist in Ordnung. Vielleicht sieht man sich dann ja noch. Ansonsten schreibe ich dir, nach dem Stream. Und schick dir das Bild. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du dann innerhalb von einer Stunde 20 nochmal wiederkommst. Ansonsten, wie gesagt, dann bis nach dem Stream. Diese furchterregenden Schnauzen, Hauer wie Speere, das Quieken, dieses schauderhafte Quieken, eine Hymne des Todes, die mir jede Nacht Albträume bereitet. Warum nur habe ich meine Heimat verlassen, um... sei gegrüßt, Amtorin. Deine scharfsinnige Miene entnehme ich, dass du deine Fähigkeiten unter Beweis stellen möchtest. Oh Gott, das ist aber nur sauber. Nur warm. Oh. Diese Hitze hier unten. Ich brauche ein Fenster. Ganz dringend. Wie nicht mehr. Deine scharfsinnigen Mienen entnehme ich, dass du deine Fähigkeit unter Beweis stellen möchtest. Nichts leichter als das. Zu deinem Glück habe ich gerade eine niedere Tätigkeit zu vergeben. Wilde Keile haben die Brombeerlichtung heimgesucht und es ist an der Zeit, dass jemand die Bestände reduziert. Also los mit dir. Gut, aber rüberjumpen. Kartoffeln mit Ei und dazu rote Beete, Gewürzgurken und Cherry-Tomaten. Boah, klingt auch richtig geil. Richtig, richtig geil, Iron. Aber du bringst mich auf eine Idee. Bratkartoffeln könnte ich morgen machen. Oh mein Gott, ich könnte morgen einfach mal Bratkartoffeln machen. Wir haben Eier und wir haben Kartoffeln. Oh mein Gott. Iron, danke für die Idee. Das gibt's morgen bei mir. Einfach Base-Dinger. Alter, ja, das mache ich morgen auch. Ich mache das morgen. Da habe ich auch Bock drauf. Aber heute gibt es erstmal Burger. Da freue ich mich auch. Sind ja nur noch, wie gesagt, 1 Stunde 20. Sind schon echt so Imperfects bei Netflix. Okay, sagt mir gar nichts. Geht gleich weiter. Du hast gerade auf Reden antworten. So, jetzt. Ist auch ganz neu. Okay. Worum geht's denn da? Also so im Groben. Da bist du ja wieder. Bitte sag mir, was du herausgefunden hast. Hier, guck mal. Du hast diesen Stab auf dem Dach gefunden? Nun, der ist viel zu klein für unser Eins. Ich wette, der gehört den Silfen von der Silfenzuflucht.
Die Blätter stammen sicher von einem Sylphenkleid. Ich denke, damit ist das Rätsel gelöst. Anscheinend habe ich einer der Sylphen für ein Kind gehalten. Somit waren meine Sorgen vollkommen unnötig. Zumindest sollten wir den Stab seiner rechtmäßigen Besitzerin zurückgeben. Bitte bringe ihn zur Sylphenzuflucht, zu einer Sylphe namens Delexia. Und wenn du schon mal dort bist, gib ihr deutlich zu verstehen, dass die Sylphen nachts im Wald keinen Schabernack treiben sollen. So, wie viele Dinge habe ich? Ui. Okay, damit kann ich nicht groß was anstellen. Leider. Das war diesmal keine große Ausbeute. Bei den Staatstalern. Na gut, kommt dann ja wieder. Irgendwann. Dass ich Heiler mache, beziehungsweise Tank. Ich muss ja die Tanks auch leveln, obwohl ich nicht will. Ja gut, die kommen aber vielleicht auch ganz... Also in Limsa, wenn ich da die ganzen Quests durchmache, kommt der Marodeur auf jeden Fall als letztes dran. Ich denke mal, Schurke. Ja, Schurke, Beschwörer. Und dann der Marodeur. Oder ich fange in Ulda an. Ging auch. Seele und Juan werden Opfer eines Experimentes mit mysteriösen Nebenwirkungen. Sie sehen verantwortlich zur Rechenschaft ziehen, ein Heilmittel finden. Okay. Klingt interessant. Klingt echt mega interessant. Titanschaden. Packe ich mal hier unter. Das steht bei Netflix. Ich schau mal rein. Ich glaube, ich schaue nach dem Stream mal rein. Mal gucken. Vielleicht ist das ja was für mich. Kann ich nur empfehlen, ist wirklich super gemacht. Okay. Wie gesagt, ich guck gleich mal rein. Weil da sind 58 Minuten und wie gesagt, wir hängen noch 20 ran. Also beziehungsweise an die eine Stunde, die jetzt auch runtergeht. Und dann ist bald Feierabend. Aber hey, ich muss es mal so sehen. Ich habe zumindest dann noch einige Leute, wo ich euch noch hinreden kann. Nicht so wie gestern Nacht. Obwohl doch, gestern Nacht hatte ich ja trotzdem noch jemanden. Das Gute ist, dass Schnitzel ja meistens so lang wach ist. Bin ich ja meistens etwas länger wach. Stimme kackt nämlich, glaube ich, auch bald ab. So dezent. Oh, Alter. Hier ist es einfach so warm. Also, damit wir, glaube ich, verlängern. Wenn ich mir Fötchen haben mag. No. Könntest du tun? Die Möglichkeit besteht, Kitty. Die Möglichkeit besteht. Ich würde auch nicht Nein zu sagen, um Gottes Willen. Die Möglichkeit ist da. Die ganz allein bei dir. Oder bei euch, besser gesagt. Warum töte ich den Keil eigentlich immer noch? Braucht die gar nicht mehr. Braucht die halt gar nicht mehr. Warum kill ich die noch, Alter? Bin ich verpeilt? Oh ja. Das kommt davon, weil ich eine Karotte knabber.
Batterie sparen muss für September nächstes Jahr. Ja, gut, das stimmt auch wieder. Na, Kitty, das liegt alles ganz allein bei dir. Diesmal so, um 20 Minuten wurde es ja bereits verlängert. Und in der einen Stunde kann ja noch viel passieren. Sage ich jetzt aber mal. Vielleicht wird es ja doch noch länger. Ich weiß es ja nicht. Wie knabbert erstmal hier an dieser Gurke, genau. Diese Karotte. Immer noch die von meinem Frühstück. Das liegt nur an mir, ich bin der Auserwählte. Genau, Kitty. Du bist der Auserwählte. In dem Fall tatsächlich, wenn man das so betrachtet. Kitty, der Auserwählte. Das ist schon wieder ein hilfloses Federgetier. Ja, Viecher, hier leiden Höhenqualen bei mir. Und ein Zielort. Wieder zurück, Marsch. Wirst du Bescheid? Wir dimsen vor uns hin. Isabel. Vielen lieben Dank. Nun bleibt uns nur noch abzuwarten und für eine reiche Beute zu beten. Ich werde das Klageregiment bitten, die Fallen morgen zu überprüfen. Das werden sie sicherlich liebend gern tun, da sie wissen, dass das Fleisch in ihren Mägen landen wird. Oh Gott. Oh. Manchmal. Ehrlich gesagt haben es die Wachposten an der Grenze derzeit nicht leicht. Fürchterliche Bestien streifen durch diese Länder und dann ist da noch die Gefahr durch das Kaiserreich. Im Gegensatz zu unseren Kämpfern und Abenteurern bin ich ziemlich nutzlos an der Front. Aber ich kann noch immer einen Beitrag leisten, indem ich meine Unterstützung anbiete und herzhafte Mahlzeiten für diejenigen zubereite, die gewillt sind, ihr Leben zu riskieren, damit einfache Leute wie ich in Frieden leben können. Glaube ich, das habe ich zum dritten Mal diesen Helm. Also vom Motiv her. Für verschiedene Level. Kitty, du bist ja online. Habe ich eigentlich einen Abenteurerpass? Nö, habe ich nicht. Hi. Du hast dich also um die fliegenden Biester gekümmert. Wir hätten uns keinen besseren Ersatz wünschen können. Dir gebührt mein Dank. Nun würde ich dich gerne selbst um einen Gefallen ersuchen. Ich möchte, dass du eine Nachricht an Florimond überbringst. Der Bursche geht viel zu hart mit sich ins Gericht wegen seiner Abwesenheit. Mach ihm klar, dass so eine Sorge niemandem nützen. Am wenigsten ihm selbst. Er dient dem Klageregiment am besten, indem er so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommt. Aber dafür bedarf es ausreichend Ruhe. Klaro. Bitte, ich schwöre, ich werde nie wieder Rüstung aus Kaiderleder tragen. Ich werde eher verhungern, als dass ich auch nur das kleinste Stück gesalzenes Schweinefleisch verzehre. Verschont mich, ich flehe euch an.
Die Schweineplage an der Brombeerlichtung hat ein Ende gefunden? Vielen Dank, meine Beste. Ehrlich gesagt hat mir in den letzten Wochen eine krankhafte Furcht von diesen monströsen Viechern zugesetzt. Aber das darf nicht mehr vorkommen. Joselins Wachturm ist von großer Bedeutung für den Handel und das Militär. Mich meinen Pflichten zu entziehen, wäre eine Beleidigung für den Helden, dessen Namen dieser Wachturm trägt. Du hast heute neuen Mut in mir entfacht, meine Beste, und dafür bin ich dir äußerst dankbar. Gib Nahrung. Du siehst aus, als wärst du aus hartem Holz geschnitzt, Abenteurerin. Möchtest du deinen Beitrag leisten, um den Frieden zu bewahren? Wir patrouillieren Tag und Nacht in der Gegend, aber viele von uns wurden in einer vor kurzem stattgefundenen Scharmütze verwundet, weshalb wir nun unterbesetzt sind. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du für die Verwundeten in die Bresche springen würdest. Also es gibt drei strategische Positionen auf deiner Route, die jeweils mit einer Flagge der Morgenviper markiert sind. Du musst lediglich diese drei Orte ablaufen und eine Weile dort die Stellung halten. Ein Kinderspiel, oder? Jo, kriegen wir hin. Oh ja. Töten wir mal das Wildschweinchen. Ich höre, Kitty, du bist auch, du bist und nicht außer Reichweite meiner Kopfhörer laufe, weil ich gerufen werde. Ich habe doch gesagt, Kitty, du bist auch on. Bist ja auch on, habe ich gesagt. Weil ich eben in die FG reingeguckt hatte und gesehen habe, dass du online bist. Mit deinem Lala. Ich weiß, ich werde angegriffen. Ja, bin ich. Ja. Gehen. Oh, mich immer, wenn du online bist. Jo. Fühle mich hier nicht ganz allein auf dem Server. Hallöchen. Hallöchen, Popöchen. So, für den einen muss ich hoch. Um zu geben, wir haben Struggle zwischen WoW und FF grad. Alles gut. Ja, hättest du ja auch nicht übergenommen, wenn du WoW gespielt hättest. Es freut mich, dich gesund und munter wiederzusehen. Irgendwas zu berichten? Du bist auf zahlreiche Monster gestoßen? Das ist ungewöhnlich. Wir hatten in dieser Gegend sonst nie Probleme mit wilden Tieren. Offenbar hat ihre Anzahl deutlich zugenommen. Wir werden das im Auge behalten müssen. Wie auch immer, vielen Dank für deine Hilfe, meine Liebe. Erstmal das hier. Boah.
Aber muss ja genutzt werden, das stimmt. Das stimmt. Eine Nachricht für mich vom Kommandant Aniund? Ich verstehe. Ha, der Kommandant hat recht. Ich muss schon sagen, da fällt mir eine große Last von den Schultern. Ich werde mich fortan auf meine Genesung konzentrieren, damit ich bald wieder meinen Pflichten nachgehen kann. Vielen Dank, meine Liebe. Ich nehme das Geld. So, dann geht's jetzt mal ab zu den Sylphen. Dann haben wir das Gebiet ja auch bald abgequestet. Ich freue mich schon, wenn wir wieder spielen. Ja, das glaube ich. Ich mich auch. Ich mich auch. Was bringt deine Laufende zur Heimat der Unsrigen? Ein Stab? Ein Stab. Die Laufende bringt den Stab der Meinigen. Die Meinige hat schon jeden Stein zweimal umgedreht auf der Suche danach. Das Herz der Meinigen hüpft vor Freude. Die Laufende ist eine Nette, so wie die Saatseherin. Die Meinige mag Nette. Die Meinige ist eine Freundin der Netten. Die Nette hat das Wort der Meinigen. Ah, jetzt geht das hier wieder los. Die Deinige hat der Ältesten geholfen und vieligen anderen der Unsrigen. Die Meinige möchte sich gerne dafür bedanken. Die Meinige hat eine gute Idee. Besorge bitte 3 Ampullen Haarmückenblut von Schwellhaarmücken und bringe sie der Meinigen. Die Meinige gibt der Deinigen ihre Blutampullen. Wenn die Deinige eine Schwellhaarmücke ausreichend geschwächt hat, kann sie damit darin ihr Blut aufbewahren. Nice. Die Laufende tanzt viele Tänze, aber die Meinige mag Laufende noch immer nicht. Warum? Weil Laufende nie zuhören. Darum. Wenn die Laufende eine Freundin der Meinige sein möchte, sollte die Laufende zuhören. Und zwar gut zuhören. Die Meinige juckt es am Rücken. Die Laufende sollte sie dort mal anstupsen. Hihi, die Laufende ist in die Falle getappt. Die Meinige zu berühren verwandelt die Haut der Laufenden in Moos. Die Haut der Moosigen wird immer grüner. Die Moosige sollte sich mal selbst betrachten, um zu sehen, wie lustig das ausschaut. Warte, war das das hier? Ja, war's. Die meine gibt der Deining in deinem Gesicht. Eiszone. Okay, scheinbar doch nicht. Hä? Oder doch, warte. Nee, doch. Das war richtig. Jetzt. Ach nee, wir müssen es ihr zeigen. So rum. Jo, wird ein Schuh raus. Also man kann es doch übertreiben. Etwas? Etwas, ja. Hihi, die Laufende ist so ein Dummerchen. Es gibt kein Fluchdummerchen. Da kommt ein Pferd in den Blumenladen und fragt, haben Sie mal geritten? I play on Twitch. Ich kenne den schon, aber nein. Nein. Aber wie geht's dir? Ist alles gut bei dir? Ohne Witz. Der bringt so viele Leute immer bei mir. Ich weiß gar nicht, warum. Ja. Aber ist gut. Mir geht's auch gut. Etwas müde, ein bisschen Muskelkater, aber sonst keine Klagen. Die Meinige hat Dummerchen super reingelegt, oder? Die Meinige ist so schlau. Dummerchen sollte der Meinigen sagen, wie schlau sie ist. Oh. Ja, du bist ganz toll. Du bist toller Grünkohl. So ist es, Dummerchen. Die Meinige ist eine sehr, sehr schlaue. Dummerchen sollte sich das merken. Dummerchen macht die Meinige lachen. Die Meinige lacht gerne. Vielleicht ist Dummerchen gar nicht so übel. Hilfe! Und er fährt in die Bahn. Da fragt der Besitzer, warum ziehst du so ein langes Gesicht? Kenne ich aber auch schon.
Glaub, den hat Iron mal gebracht. Na gut, Iron hat so viel schon gebracht. Ist es wieder Tag der schlechten Witze? Also ich hab da nichts gegen, um Gottes Willen. Tobt euch aus, aber ich frag nur mal. Es nimmt so langsam ein Muster an hier. Die Unsrigen brauchen Hilfe. Bitte hilft den Unsrigen. Die Gemeinigen, auch als sirrende Haarmücken bekannt, halten die Unsrigen für Futter. Ungeheuerlich. Sobald die Unsrigen die Siedlung verlassen, greifen die Gemeinigen an. Die Unsrigen werden der Köder sein, um die Gemeinigen anzulocken. Die Unsrigen möchten, dass sie laufen und die Gemeinigen erschlägt. Nett. Welch ein Pferd würde ich es Traulik nennen? Hydraulik. Den habe ich aber auch schon mal gebracht. Das stimmt. Den kenne ich auch. Der ist mindestens so alt, wie Queen mal werden soll, wollte. Alter, durfte der ist makaber. Der ist verdammt makaber. Aber gut. Du musst schon zieht der Lachen dann gleich die Flügel raus. Alter Kitty. Was ist denn mit dir? Oh, laufende. Bitte höre die Meinige an. Die Meinige hat fröhlich im Wald herumgetollt, was die Meinige sehr mag. Ist eine Gemeinige stoßender, schnüffelnd und schnaufend angriff. Die Meinige war so verängstigt. Die Meinige hat zu viel Angst, um in den Wald zurückzukehren. Die Laufende kann die Stoßende erledigen, ja? Die Meinige würde vor Freude tanzen. Die Stoßenden verstecken sich in Sträuchern. Die Laufenden sollten vorsichtig sein. Oh, die Laufende kriegt gleich einen Anfall. Hier ruckt ihr kleinen Viecherchen. Ja, schon wieder bei Stufe 26. 25 bin ich schon. Dein. Ach komm. Das ist ein Mobbing. Kann ich denn. Oh mein, Rang 4. Okay. Okay, gut. Machen wir mal. Na komm mal her. Immer muss man so eine halbe Ewigkeit warten. Okay. Huch, da hinten sind die Haarmücken. Wir machen dann erstmal die Haarmücken, glaube ich. Hier sieht es mit Pünktchen aus. Ja, wird. Was gibt's bei Rang 2? Wappen entwerfen. Oh ja, dann darf ich unser Wappen entwerfen. Geil. Ich freue mich. Also auf die Seite. Ich glaube, es wäre egal gewesen. Okay, die habe ich. Kitty! Hi.
Hallo Kitty. Huch. Das? Oh ne, okay. Nur für dich. Der Senior Kakteur. Ja. Ja. Bin jetzt zumindest schon mal stolz, dass ich zwei Klassen auf 50 habe, ne? Ich habe zwei Klassen auf 50. Endlich. Ich kann Dinge. Ich kann Dinge tun. Ich brauche aber erstmal hier wieder. Und ich brauche noch eine Schwellenmücke. Bevor ich es gleich komplett vergesse. Nee, nicht töten, nicht töten, nicht töten. So. Hui, ja, 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 ja. Ja, wie süß ist einfach dieser Schokobo. Oh mein Gott, der war so niedlich. Das war ja das Süßeste, was ich heute mitgesehen habe, ey. Also ist meine Bestellung jetzt mittlerweile eigentlich rausgegangen. Ich hoffe es. Nee. Sie nicht. Sie nicht. Ich habe zumindest keine mehr erhalten. Die soll diese Woche nur ankommen. Manning macht sich jetzt was zu futtern und schwingt sich aufs Sofa. Mach das, Dufte. Mach das. Okay, dann wäre es da gewesen. Ich gucke tatsächlich gerade einfach, wie lang es die letzten Male immer gedauert hat. Vor allem. Das war da. Da war es da. Also es könnte diese Woche noch ankommen. Das ist von dem Monat davor. Das war da. Okay, es könnte morgen rausgehen. Verzögerung? Meinst du die Stream-Verzögerung? Oder? Ich bin gerade noch bei meinem Paket, deswegen. Was? Bitte einmal für hilflose kleine Sampfoten, die gerade nicht wissen, worum es geht. Oder meinst du die Verzögerung von, ja, ich bekomme ein Paket. Ich hatte mir was bestellt am Freitag. Und meistens ist es nach 3 Tagen rausgegangen. Das heißt eigentlich, es müsste morgen eigentlich rausgehen. Das heißt, es müsste Mittwoch ankommen. Aber ich weiß nicht, ob es so ist. Ich hoffe, dass es so ist. Also, ich bin traurig. Geht um meinen Energy-Vorrat. Ich hab nur noch ein Energy.
Feuerbrille und dann Beat Saber Stream. Was? Nein! Vor allem, wie soll ich mir eine VR-Brille leisten? Ich hab kein Geld. Ich hab noch nicht mal für ein neues Spielegeld. Nee, pleite bin ich nicht, aber ich hab kein Geld dafür. Na, nein, bin ich auch nicht, aber trotzdem. Das hat 20 Euro im Monat dafür. Ja, stimmt, hat das ja mal erzählt, aber ganz ehrlich, nicht mal. Also mit dem, was ich alles an Nebenkosten habe, ich habe noch nicht mal 20 Euro dafür. Ich bin immer froh, wenn ich schaffe, mir im Monat meine Energy-Bestellung zu holen. Oder halt allgemein meine Sachen, die ich so monatlich brauche. Bin ich immer ganz froh, wenn ich da gerade so mit über die Runden komme. Ihr seid auch alles teurer geworden. Leider. Muss ich auch immer zu sehen. Ach komm schon. Hm. 50 Minuten, oder? Nee. Ich doch. Doch. Ja, 50 Minuten noch. Denn ist Feierabend. Wahrscheinlich. Wenn ich noch. Das kommt. Aber alles wird teurer, aber keiner bekommt mehr Geld. Die bittere Medizin. Ich glaube nicht, dass die Preise wieder runtergehen. Nach der Krise. Wahrscheinlich nicht, nein. Wahrscheinlich nicht. Gut, dass keiner gesehen hat, wie mein Schokoboy ist. Ich hab's auch nicht gesehen. Scheiße, ich habe nicht drauf geachtet. Ich will auch wissen, wie dein Schokobo heißt. Er ist ein Schokobo. Ach, da muss ich hin.